Bonjour und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Jin Yakuza und ich werde mal sagen, wir reden nicht so viel, sondern wir fangen direkt an. Melly, kannst du sie öffnen? Nein, vielleicht auf der anderen Seite. Ah, okay. Ah, wie geil ist das denn? Na los, in den Graben. Wir müssen auf die andere Seite. Gut, kommt mit. Komm, ich hebe dich hoch. Yep. Oh Mann. Okay, wo geht's weiter? Ach so, da. Ach so, ein Riss soll es sein. Was gibt's denn hier? Nichts Besonderes, leider. Was ist das nochmal? Ah, Moment mal. Ich glaube, ich kann hier was machen, oder? All diese verdammten Ratten. Kann ich sie was befehlen? Nee, kann ich nicht. Komm, hau ruck. Eins muss man ihn lassen. Die Anlage ist sehr effizient. Dann los. Hey, wie süß. Ich find's immer so süß, wenn Hugo meine Hand nimmt. Ich gehe zuerst. Ja. Hugo, Entschuldigung. Noch eine Tür, könnte die richtige sein. Hoffentlich sind da nicht wieder Ratten. Melly, ich brauche hier deine Hilfe. Schon unterwegs. Komm schon. So langsam habe ich genug von all diesen Türen. Seht mal, wir haben es gefunden, das Chateau. Wow. Es existiert tatsächlich. Chateau d'Ambrage. Unglaublich. Wie geil ist das denn? Ich habe ja so meine Zweifel, aber das ist die Art von Alchemistenlegende, die ich mag. Na los, sehen wir uns das mal an. Melly, ich brauche deine Hilfe. Aha. Dankeschön. Fertig. Soll das die Wundermedizin sein, von der Kein Sie gesprochen Dankeschön. Haben? Riecht nicht besonders gut. Wenn es nicht stinkt, hilft es nicht. Da hast du nicht Unrecht. Oh nein. Ich weiß nicht wie. Oh, hast du das gesehen?
Blitz. Sie haben Angst vor Blitzen. Lasst es uns versuchen. Ist das euer Ernst? Okay, jetzt. Los, lauf! Das ist doch verrückt! Nie wieder. Ein Gebäude. Unglaublich. Hier haben mal Leute gewohnt. Wir sind zu weit oben. Keine Sorge, Uwe. Das ist so weit weg. Zu weit, um es auf einmal zu schaffen. Oh Mann. Jetzt. Jetzt, na los, na los! Lass mich dir helfen. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. So, weiter geht's. Los, wir werden es schaffen. Scheiße. Komm, ich helfe dir. Tauruk. Geschafft. Wir sind da. Seht euch das an. Chateau d'Ombrage. Oh, von hier aus ist es sogar noch größer. Gehen wir rein. Los. Oh. Ha, unglaublich. In dem Turm da drüben sind die Wohnräume. Er muss mehrere Jahrhunderte alt sein. Sieht trocken aus. Kleiner Moment. So bin ich wieder da. Ist uns im Weg. Eine Rattenfalle. Wie in der Höhle. Aber wer hat das alles gebaut? Ach da. Verschlossen. Kannst du das übernehmen? Ja, das Schloss ist ganz schön alt. Da hat sich was bewegt. Ist offen. Anscheinend haben sich hier alle versammelt. Da, ein Feuerbecken. Ob ich es anzünden kann? So bringen wir die Ratten in Bewegung. Lukas, Hugo, bleibt aus dem Regen raus. Wir werden einen Weg zum Turm freimachen. Okay, ein Rätsel. Komm, Hugo. Bist du soweit, Melly? Solange wir sie aus dem Weg räumen. Also los. Die Belagerung des Chateau d'Ombrage. Zwei Mädchen gegen tausende von Ratten. Diese Schlacht wird in die Geschichte eingehen. Sieh nur, sie bewegen sich. Okay, loslassen. Wir sollten den mittleren Bereich jetzt erreichen können. Ja, das ist schon mal der erste Schritt. Ich lasse dir den Vortritt. Ratten sind dein Spezialgebiet. Ha, sehr ha. Großzügig. Schon gleich viel besser. Ohne Melly werde ich es nicht schieben können. Ach da, warte. Hey, seht mal. Oh. Wie geil. Wozu die Grube gut ist. Das Feuerbecken kommt von allein zurück. Melly, kannst du zu mir kommen? Ich komme. Kann's kaum erwarten, da oben zu sein. Okay, Moment. Seht sie euch an. Wimmeln hier rum wie Adlige am Königshof. Oh, stimmt. Aber das ist unser Schloss. Noch in die Grube getrieben werden. Und sie sind mal wieder auf der falschen Seite des Feuerbeckens. Ich muss runtergehen und nachsehen, was da unten ist. Gut, ich gebe dir Deckung mit dem Feuerbecken. Okay. Ich lege mein Leben in deine Hände. Haha. Routine, meine Dame. Bereit, wenn ihr bereit seid.
Bereit. Schaffst du das? Na schön. Oh, das könnte eine Schmierung vertragen. Wärst du lieber hier unten? Schon gut. Haha. Wärme mich hier nur auf. Ja, siehst du? Große Klappe, nichts dahinter. Was siehst du da unten? Noch mehr Feuerbecken. Ich kann den Wall hochklettern. Ah, Moment mal. Wir werden es schaffen. Hugo und wir alle werden in Sicherheit sein. Wie lange geht das jetzt? Ach da, warte. Jawohl. Ja. Hier. Einmal das. Kann ich was schon was herstellen? Okay, noch nichts. Okay, noch ein Werkzeug, das ist geil. Werkzeug ist immer gut. So, und einmal schieben. Melly, ich säubere jetzt den äußeren Bereich. Sie kommen in deine Richtung. In Ordnung. Aber es sind zu viele. So werden wir es nie schaffen. Gut, wir müssen den ganzen Innenhof säubern. Dann mal weiter. Ich bin sowieso schon klitschnass. Meckern nicht und mach dann Arbeit. So, fertig. Dein Einsatz, Melly. Oh nein. Also gut, auf ein neues. Habt ihr es geschafft? Ja, alles klar, Hugo. Mir geht's gut, aber man wird euch schreien hören. Keine Sorge, der Sturm übertönt unsere Stimmen. Bald sehen wir den Turm. Ja, viel Glück. Yep. Ein Rätsel ist das. Wie langsam das ist. Ah, es macht Spaß. Und sie verbrennen. Ein paar haben verbrannt. Ein paar sind verbrannt. Geil. Okay, weiter geht's. Ja, endlich geht's daran. Ich wäre soweit. Huckepack muss man machen. Ach so. Lächerlich, aber. Die Brücke. Wir sollten sie besser runterlassen. Und so eroberten Amicia die Amazone. Und Melly die Verstohlene. Oh, das Chateau d'Ombrage. Du hast so viele Bücher gelesen. Ich. Komm, wir müssen den Bereich da unten noch säubern. Wir brauchen dafür das Feuerbecken oben vom Wall. Ich gebe dir mit diesem hier Deckung. Gut, ich komme runter. Okay, mach das jetzt. Was war das? Nichts, nur ein beschissener alter Hebel. Melly, du findest immer die richtigen Worte, was? Alles gut. Das hier ist euer Chateau. Ihr habt eine Verbindung dazu. Unser Schloss. Stell dir mal vor, wir könnten hier alle zusammenleben. Moment. Mir liegen Gewölbe irgendwie näher, weißt du? Wie soll ich da nur hochkommen? Du brauchst eine Leiter. Aber die verfluchten Ratten sind überall. Tja, Amicia, die Amazone. Erzähl ihnen doch
Haha. Sehr witzig. Oh. Ach, da bestimmt. So, einmal hier. Oh, die Fackel ist sogar. Nee, doch nicht. Ach, Entschuldigung, mein Fehler. Ist das? Nein, nichts. Hä? Ach, verschlossen. Schade. Okay. Okay, Melly, dein Einsatz. Hier drüben ist das Chaos ausgebrochen. Ich brauche dich hier. Bin unterwegs. Gut, dann also nochmal. So erobert man ein Schloss. So wird man krank. Nein, meine Geschichte endet anders. Okay. Wo lang geht das jetzt? Okay, hier geht's nicht lang. Wo sind das so viele jetzt? Hallo? Oh, stimmt. Dein Einsatz. Jetzt lass die Drachen frei. Na los, zurück mit euch, ihr Mistviecher. Weicht zurück vor Amicia der Amazone und Melly der Furie. Was? Furie? Melly die Furie? Ich hab doch gesagt, du kennst mich nicht. Geil. Ratten, einer Haufen. Geschafft. Das ist dummer was. Die Burg hat uns das Leben gerettet. Ja, Laurentius hatte recht. Könnten wir unseren Sieg, wenn es euch nichts ausmacht, vielleicht im Trockenen feiern, ja? Natürlich, auf zum Turm! Ja, kommt zum Feuer, wärmt euch auf. Es ist riesig. Morgen können wir es erkunden. Das ist jetzt unser Zuhause. Jetzt haben wir ein Zuhause. Kapitel 8, unser Zuhause.
vielleicht geträumt. Du bist schon wach? Ja, ich habe ganz viele Sachen gefunden. Ich zeig sie dir. Sie werden dir gefallen. Okay, Ugo. Los, komm! Was ist das für ein Geräusch? Das alles, was ich aufgesammelt habe. Egal. Gut. Vielleicht werde ich dann wacher. Hoffentlich. Hier unten. Okay, eins. Hugo wartet auf mich. Ich sollte lieber gehen. Oh Mann, okay. Oh, Sackgasse. Ich sollte bei Hugo bleiben. Ah ja, klar. Okay, da ist nichts. Wir müssen diese Strohmatratzen zusammenflicken. Ach, jetzt. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Ja, mal gucken erstmal. Wo geht's hin? Ein Grab. Oh, ein Grab. Wer liegt hier? Ich weiß es nicht. Wir können etwas sagen, wenn du möchtest. Bitte entschuldigt die Störung. Wir haben zwar keine Kerzen, aber ruht in Frieden. Und danke, dass ihr auf uns aufpasst. Komm, gehen wir. Okay, wir lassen die nicht stören, wir gehen schon mal weg. Geschlafen? Kein bisschen. Das Labor ist runtergekommen, aber hat mich inspiriert. Ich habe das große Werk fast vollbracht und ihr könnt mir helfen. Oh, ja, ja. Was sollen wir tun? Amicia, ich brauche die Fiole links auf dem Tisch. In Ordnung. Und ich? Was kann ich tun? Für den letzten Schritt brauchen wir Licht. Hugo, hol eine Kerze. Das schaffe ich. Okay, was wird hier experimentiert? Hier haben Alchemisten gelebt. Vielleicht auch Laurentius. Ah, Moment. Das muss es sein. Schönes Musik. Hier, sonst noch was? Ja, den konzentrierten Lorbeersaft. Direkt hinter mir. Ich hole ihn. Was ist ein großes Werk? Was zum Essen? Das ist ein Elixier, das deinen Pfad erleuchtet. Ein Leuchtfeuer für den Träger der Makula. Es ist mir heute Nacht eingefallen. Hier. Gut. Dann jetzt die Engelsträne. Die Krönung der Alchemie. Das Elixier. Hugo. Wow, das große Werk. Das war eigentlich nicht geplant.
Das macht nichts, Lukas. Vielleicht solltest du dich ausruhen, oder Hugo? Gut gemacht, Lukas. Du bist ein Zauberer. Amicia, komm. Ich komme. Armer Lukas. Das ist so langsam. Hast du eigentlich Melly gesehen? Nein. Ein Grün. Vielleicht ist sie schon aufgebrochen. Oh nein, ich wollte mich doch verabschieden. Oh, dieses Chateau muss schon seit Jahrhunderten der Tiegel eines Alchemisten. Da wird Lukas sich. Nix. Ach, Mann. Ach, komm, oh, was so? Mach mit. Wie geil. Na, habt ihr beiden Spaß? Die Inquisition sicher auch. Melly, wir dachten, du wärst weg. Komm, wir müssen reden. Ja, okay, dann reden wir mal. Moment. Okay, kann nichts herstellen. Nein. Ja, was ist denn? Dieses Chateau ist eine Ruine. Ah. Das ist genau, was ihr braucht. Wer auch immer es gebaut hat, wollte seine verdammte Ruhe haben. Macht keinen Ärger und alles wird gut. Also, gehst du Arthur holen? Wenn ich helfen kann. Arthur ist mein Problem. Du hast es ja gehört. Diese Hunde von der Inquisition haben ihn in die Bastion gebracht. Ich weiß, wo ich suchen muss. Ich finde ihn. Sieh mal, Amicia. Und wegen Hugo. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber glaub mir, es ist es wert. Er wird dich retten. Letzten Endes retten sie uns immer. Selbst wenn man Brüdern ab und zu den Hals umdrehen will. Die Symbole, Amicia! Das glaube ich dir. Geh nicht ohne Lebewohl zu sagen, ja? Als ob das meine Art wäre. Amicia, komm bitte! Ja, Hugo, was hast du gefunden? Was hast du denn gefunden? Da unten, da ist die Zeichnung. Welche Zeichnung? Die im Speisesaal. Ich zeig sie dir. Komm mit. Ich folge dir. Okay, zeig's mal. Das sind dieselben Symbole. Ja. Tatsächlich. Vielleicht das Wappen der Alchemisten? Hast du den Baum gesehen? Den Baum? Na los, hier rüber. Komm zurück! Wo gehst du hin? Oh, sind das deine neuen Freunde? Ja! Amicia? Tut mir leid, dass ich krank bin. Nein, du kannst nichts dafür. Nein, nein. Aha. Sieht voll gefährlich aus, ey. Hör zu, wir werden ein Heilmittel für dich finden. Und jetzt haben wir doch auch Lukas und Melly. Vielleicht kann er was Besonderes. Sieht aus, als hätte hier jemand Spaß. Es wird immer größer. Ja, die Makula breitet sich in seinem Blut aus. Die Bücher besagen, dass es mehrere Schwellen gibt und der Träger bei jeder Schwelle Gefahr läuft, zu sterben. Nein. Wie viel Zeit haben wir? Sehr wenig. Hugo hat die erste Schwelle fast erreicht.
Mein Meister und deine Mutter wollten den Prozess verlangsamen. Aber wie? Was haben sie getan? Sie haben an einem sehr komplexen Elixier gearbeitet, um ihm Zeit zu verschaffen. Und kannst du es zubereiten? Mir fehlt ihr Wissen. Doch ihre Arbeit basierte auf einem verbotenen Buch, dem Sanguinis Itinera. Mit dem Buch? Könntest Leider du also... Leider nicht. Das Sanguinis Itinera ist gefährlich. Es ist mit anderen Werken im Keller der Universität eingeschlossen. Dorthin zu gelangen ist fast unmöglich, wenn nicht Selbstmord. Gewöhnlich schon. Aber wenn wir uns das Chaos zunutze machen, hätten wir eine Chance. Ich weiß, wo das ist. In der Stadt in der Nähe vom Gefängnis meines Bruders. Wenn du das riskieren willst, helfe ich dir reinzukommen. Danke. Gut, ich packe meine Sachen. Komm zu mir nach drin, wenn du gehen willst. In diesem Fall braucht ihr Ausrüstung. Ich bereite sie vor. Hugo, es tut mir leid. Ich muss weggehen. Keine Sorge, ich bleibe bei Lukas. Gut, ich bin bald zurück. Oh, Amissa hat sich die Haare neu gemacht. Wie geil. Okay, mal gucken. Ah. Was hast du da gefunden? Hier, Johanniskraut. Ein neuer Blümel. Es beschützt dich, wenn du in die Stadt gehst. Das muss ja starkes Zeug sein. Ja, das ist eine sehr gute Blume. Sie steht dir gut. Dankeschön, Danke. Hugo. Merci beaucoup, Hugo. Okay, lass uns das mal kurz erkunden. Ein ganz schönes Stück Arbeit. Ach ja, die Dinge, die wir gefunden haben. Zumindest können wir sie so in diesem Chaos nicht verlieren. Okay, da geht's nicht mehr lang. Und wo geht's da lang? Okay, da geht's auch nicht lang. Der hat wohl seinen Spaß. Vater, Mutter, ihr werdet immer bei uns sein. Na, da war ich ja schon. Na, gucken wir, was der noch macht. Seid vorsichtig in der Stadt. Dort ist es bestimmt chaotischer als hier. Keine Sorge, wir Mädels können auf uns selbst aufpassen. Davon bin ich überzeugt. Trotzdem viel Glück. Dankeschön. Na, dann wollen wir mal. Hör zu, eine Sache noch. Laurentius hat einmal gesagt, der Weg zum Buch sei übersät mit Rosen. Haltet also die Augen offen. Rosen. In Ordnung, werden wir. Kapitel 9: Im Schatten des Walds. Regel zum Überleben, tritt ihn zwischen die Beine.
Wäre der Kopf nicht besser? Du bist so ein Weichei. Sch, da ist die Stadtmauer. Okay, so Leute, ich mache jetzt hier einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, dann wird das mit einem Daumen nach oben oder ein Abo, wird das mich richtig freuen, wenn ihr wollt. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann wisst ihr Bescheid, was ihr machen müsst. Okay, dann sage ich mal au revoir, bis zum nächsten Mal. Ciao.